glaube nicht, dass wir hier ohne Nicht Gesellschaft sind. sonderlich beeindruckend, oder? Na, das wird Wenn schon noch. Lilis Flug umsonst war, wollten Zion und ich nach unserer Rückkehr ein paar Ärzte zu wechseln haben. Ja. Unbedingt, unbedingt. Guck mal, hier kann man ein bisschen balancieren. Oh, das wird langsam. Oh, guck mal, Hängemoos. Du altes Hängemoos. Na, jetzt komm mal her. So, Tja. Wirklich interessant ist es hier aber noch nicht. Hat die gute Serana schon recht? Aber ich glaube, das wird schon noch. Was ist da so? Ich zieh mal gerade die Waffe. Stahl- und Kriegsaxt. So, Waffe raus. Ich gehe auch gerade mal in Schleichemodus. Ist hier irgendwer? Ist hier irgendwer? Nee, ich sehe jetzt gerade nichts. Aber das ist schon wesentlich beeindruckender hier. Ja, eindeutig. Ich wette, hier haben wir wieder Zweiglinge oder so. Seit Jahrhunderten niemand gewesen. Hm. Ich bezweifle, dass es im Oh, guck mal, ganzen Westen Stonehenge. einen Ort wie diesen gibt. Ach doch. Wunderschön. Also erinnert mich jetzt gerade ziemlich an so einen anderen Ort, wo ich schon mal war, aber egal. Ist ja Ansichtssache. Obwohl das da unten nicht so richtig. Sieht ja süß aus. So ein kleines Schwimmbad. Naja. Gut, ich gehe mal aus dem Schleichen. Ich gehe mal aus dem Schleichen raus. Kann auch die Waffe wieder wegstecken, weil ich glaube nicht, dass uns jetzt noch was angreift. Weil es ist viel zu friedlich. Spätestens, also vielleicht, wenn wir das Ding da hinten aktivieren. Wovon ich jetzt mal ausgehe, dass man das kann. Guck mal, diese ganzen Steinkreise hier. Wow. So, oh, und heiße Quellen. Ah, guck mal, heiße Quellen. Komm, Serana. Komm, wir setzen uns in die heiße Quelle rein. Komm her. Ist so schön warm. Obwohl, machen tut hier jetzt nicht irgendwie wirklich was. Naja, gut. Hier im Wasser auch ein bisschen so. Ein bisschen rumplanschen. Aber ist alles mehr so. Dekor, da kann man nicht wirklich drin schwimmen. Schade eigentlich. Kann man hier drin schwimmen? Nö, aber man kann sich hier. Ah, schön. Das ist wirklich Schwimmbad-Feeling so. Mensch. Oh, guck mal, hier kann man sogar drin schwimmen. Oh! Planschbecken. Wow! Fein. Naja, gut. Was soll's. Ich gehe irgendwie die ganze Zeit immer wieder anstelle aus dem Crouchen raus ins Dingensens, ins First-Person-Mode-mäßige rein. So. Hier haben wir also ein Messer der Anziehungskraft. Oh, schwebt das hier in der Luft? Sieht ja lustig aus. Nehmen wir einfach mal. Nun, Und? Messer. Jetzt müssen wir nur noch einen dieser Kantikumbäume finden. Ist das hier so einer? Sieht gut aus. Ich guck mal gerade, ob wir Schmetterlinge fangen dürfen. Nee, geht, glaube ich, gerade nicht. Schade. Aber sehr idyllisch hier drin. Warte mal, gab es hier nicht einen Wasserfall irgendwo? Ja, da hinten. Aber da kann man, glaube ich, nichts machen. Nee. Kein Geheimnis hinterm Wasserfall? Ich bin entsetzt. Nee, kein Geheimnis hinterm Wasserfall. Wirklich nix? Schade. Spielklischee nicht erfüllt. Meine Güte, Skyrim. Du enttäuscht mich. So. Da vorne ist der Kantikumbaum. Der sieht aber jetzt gar nicht so besonders aus. Sieht aus wie eine ganz normale, keine Ahnung. Wie nennt man diese Dinger? Kirschbäume oder so? Ich kenne mich da nicht so aus. Ich weiß, Natur ist draußen, das reicht vollkommen. So. Aha. Okay. Hoffentlich mögen die Motten die Rinde so sehr, wie es Dexion gesagt hat. Ich habe keine Ahnung. Ahnenmottenschwärme 0 von 7. Hat sich veräppeln. Hier? Seht sie euch an. Sie haben euch definitiv ins Herz geschlossen. Ach schön. Und wenn ich mir das nicht einbilde, beginnt ihr zu schimmern. Aha. Sehe ich jetzt nicht. Schimmerst du? Nö. Nee, wir schimmern überhaupt nicht. So. Als wären wir auf der richtigen Fährte. Ich weiß nicht. Guck mal, da vorne sind immer Ahnenmotten. Die folgen uns jetzt wirklich. Ist ja interessant. Guck mal. Wow. Jetzt haben wir hier so einen richtigen Schwarm aus Ahnenmotten um uns herum. Das kann halt werden. Davon sind noch mehr. So, kommt her. Und Mensch. Der Mottenmann. Oder die Mottenfrau in diesem Fall. Meine Güte. Guck mal, da ist das Stückchen Rinde weg. Glaubt man ja gar nicht, dass es doch so detailverliebt gemacht ist. So, ich denke da vorne, ja, da sind noch mehr Motten. Habe ich auf dem Weg noch irgendwo welche gehabt? Nee. Okay, dann springe ich jetzt hier einfach ein bisschen rum.
Und hier hinten sind die nächsten Modden. Na, kommt her. Jetzt dahin und her mit euch. 4 von 7. Schöne Sache, das. Hier sind noch mehr. 5 von 7. Wow. Hier unten habe ich doch noch welche gesehen. Ne, da habe ich noch welche gesehen. Und her. Na, kommt her. Hallo? 6 von 7. Und... Ah, jetzt glühen wir wirklich. Ah ja. Guck mal. Ist das nicht fein? So, und ich glaube, hier ist 7 von 7. Na, jetzt komm her. Hier so? Nee, da vorne. Ah. Ja, wow, das trifft's. Gehen wir zurück nach oben. Weiß nicht wo. Ach da, die Lichtsäule da. Ah ja, okay. War zurück nach oben. Wir sind hier ganz weit unten. Andersherum. Wir müssen ganz weit nach unten, nicht nach oben. Komm, jetzt nochmal Ahnenmotten. Kommen die jetzt auch mit? Nee. Die wollen nicht. Na ja, gut. Gibt's überall Ahnenmotten? Das glaube ich ja gar nicht. Gibt's hier vielleicht noch irgendwo Treasure? Nee, sieht nicht danach aus. Na ja, gut. So, ich lasse mich jetzt mal hier so runterplumpsen, so am Rand. Flup. Und flup. So, Serana, kannst du dir deinen eigenen Weg suchen? Und drin in die Lichtsäule. Und, was passiert, was passiert, was passiert? Keine Ahnung. Darf ich jetzt die Schrift der Ahnen lesen? Serana, kommst du? Muss die jetzt hier stehen oder ist das egal? Jetzt beeil dich mal ein bisschen. Nervös? Ja, sehr. Nein, eigentlich gar nicht, weil ich keine Ahnung habe, was passieren soll. Machst du was? Was soll das werden? Soll ich jetzt irgendwas machen? Soll ich jetzt reden? Braucht ihr etwas? Nö. Soll ich jetzt dahin vielleicht irgendwie so? Nö. Was soll ich jetzt hier machen? Ich stehe doch genau mittendrin. Nee. Soll ich jetzt die Schriftrolle lesen? Wäre ja zumindest mal ein Versuch wert. Ah, jetzt komm schon. Danke sehr. So, Bücher. Haben wir jetzt die Schriftrolle eigentlich dabei gehabt? Schriftrolle der Alten, genau. Sonne, Drache, Blut. Welche sollten wir lesen? Ich guck gerade nochmal nach. Ungesehen betritt die Lichtsäule und liest die Schriftrolle der Alten, Blut. Okay, gut, machen wir doch. Ach Mensch, nicht Karte. Meine Güte. So, Bücher. Schriftrolle der Alten, Blut. Hui! Oh mein Gott, eine Schriftrolle! Oh mein Gott, noch eine Schriftrolle! Okay. Oh mein Gott, noch eine Schriftrolle! Aha. Okay. Aha. Was soll das werden? Was passiert hier? Okay, Risse im Blick. Was hat das jetzt gebracht? Alles in Ordnung? Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ihr wurdet kreidebleich. Nee, kann ich jetzt nicht sagen. Oder bin ich kreidebleich? Ich bin immer kreidebleich. Aber so kreidebleich sind wir gar nicht. Wir sind eigentlich eher kohleschwarz. Ich dachte schon, ich hätte euch verloren. Ja, super, alles in Ordnung. Keine Sorge, mir geht es gut. Ich habe diesen verfluchten Schriftrollen nie getraut. Wer weiß, was diese Dinger euch angetan hätten. Seht euch doch nur Dexion an. Ja, der Arme. Und Auriels Bogen? Wisst ihr, wo wir ihn finden können? Haben wir den nicht schon? Ach, keine Ahnung. Findet sich am Ort namens Schwarzfallhöhle. Ah ja. Dann ist es fast vorbei. Wir können diese lächerliche Prophezeiung endlich aus der Welt schaffen. Ja, unbedingt. Wo liegt diese Schwarzfallhöhle? Adunu? Die Schriftrolle verriet mir seinen exakten Fundort. Dann lasst uns jetzt aufbrechen. Ich will dort ankommen, bevor mein Vater die Gelegenheit hat, uns aufzuspüren. Ah ja, gut. Der wird uns schon noch aufspüren. Da kannst du Gift drauf nehmen. Bloß, das ist dir ja sowieso egal, weil an Gift stirbst du ja als Vampir sowieso nicht. Insofern, was soll's. Finde Auriels Bogen. Aha. Gut. Dann... Ach, guck mal. Wer hätte das gedacht? Hallo, Gargoyle. Nice. Warte mal. Wir haben gerade irgendwie Probleme. Wieso tragen wir so viel Scheiß mit? Haben wir irgendwas zu essen dabei, was wir sehen wollen?
Mal kurz essen. Ja. Gut. 10%ige Magikerresistenz für 10 Sekunden. Ja, gut. Ich verknuser die jetzt mal alle weg. Vielleicht kriegen wir dadurch unser Inventarplatz mal frei. Und ganz ehrlich, die brauchen wir jetzt wirklich nicht. Weil ich habe die immer gesammelt, weil wir sollten ja eigentlich handeln damit. Aber ja, was soll's. So. Auf die Schnauze! Na, auf die Schnauze! 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 Ich merk schon. Ich merk, wie sehr du dich ergibst. Ja, stirb. Hey, was soll das werden? Da springt ja die Leiche noch ein bisschen hoch. Hey, hör auf. Hör auf. Ja, ich hoffe doch. So. Ach ja, die Motten können wir ja nicht mehr mitnehmen. Na gut, was für ein Gemetzel hier auf der Brücke. Das gibt's ja nicht. Lag hier noch ein Gargoyle irgendwo rum? Nö. War ja eher witzlos. So, Bergblumen. Ach ja. Das sollte ich natürlich auch nicht vergessen zu pflücken, immer. Aschehaufen Gold. Und da oben Aschehaufen Amethyst und Eisenerz. Ach, das war der Gargoyle. Okay. Was schmeißen wir denn gerade mal weg? Wir haben noch so viel mit dabei. Blasenpilze. Oh mein Gott, wir haben Blasenpilze wieder. Oh mein Gott. Testament. Tja. Zauberbuch Leichnam wiederbeleben. Nutzen? Ah. Damit haben wir schon mal 1 Gramm weniger. Naja. Boah, diese blöden Amethystklauen, die braucht doch auch keine Sau. Corundumerz, Dietrich Ebenerz, fucking bla 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 blub. Tja, das Ebenerz können wir eigentlich auch wieder wegwerfen, weil das brauchen wir wirklich nicht mit unseren super tollen Stahlrüstungen hier. Da ist das ja auch eigentlich relativ irrelevante Zeug. Da könnten wir nur noch eine super Rüstung für Serana oder sonst wen schmieden irgendwann mal, falls sie uns mal irgendwann erlaubt, ihr Rüstung zu geben. Also, ja, jetzt bleib doch mal da drin! Nee. Ansonsten ist es ja relativ egal. Schuppenstiefel des lautlosen Schleichens. Aha. Ach Mensch, wir haben so viel Kram dabei. Was soll denn das? Königliche Vampirrüstung. Da habe ich eine königliche Vampirrüstung mit dabei. Weg damit. Kupferdiadem mit Rubin. Na gut, kann man behalten. Für schwere Zeiten. Ansonsten, wieso haben wir ein Elfenschild dabei? Ach, den habe ich aus Versehen mitgenommen. Das ist natürlich auch sehr blöde. Das war das, was ich aus Versehen mitgenommen hatte, wo ich mich schon gefragt hatte, so ein bisschen insgeheim. Habe ich natürlich nicht laut gesagt, weil das sagt man so natürlich nicht laut. Was ich da von dem Typen da mitgenommen hatte, so aus dem Affekt heraus. Stab des Magierlichts, weg damit. So, wir haben ja sowieso genug Geld. Also brauchen wir uns darüber auch keine Sorgen zu machen. Was hast du denn so dabei? Gold? Argonischer Bericht? Wow. Vampirdiener? Gold? 79 Gold, ich freue mich. Und du, Vampirmeister, was hast du dabei? Vampirstaub, Zaubertrank der Tarnung. Willst du mich veräppeln? Das war ja sinnlos. Und du? Sag mir nicht, du hast auch nichts dabei. Vampirstaub. Naja, gut. War zu erwarten. Mann, die sind so knauserig, diese eure Vampire. Das gibt's ja nicht. Haben die wirklich nichts dabei? Noch nicht mal groß Geld. Nur die Diener müssen alles tragen, naja. Da sage ich wieder nichts dazu. Wie sie meinen. So. Laufen wir mal bei den Baumstamm rüber. Egal. Guck mal da. Hängemoos. Na, jetzt gibt das Hängemoos her. So, super. Hier ist nochmal Hängemoos. Oh mein Gott. So wie Hängemoos. Das Hängemoos, wo ich dran hängen muss. Ha! So lustig. Okay, hier wird's wieder eisig. Heißt, hier war richtig. Und da geht's auch raus vorne. Na bitte. So, dann bin ich mal gespannt, ob die jetzt auch vor der Tür hier alle warten. Am besten noch der Vater von ihr, das wäre ja noch ganz toll. Naja, mal sehen. Übrigens, Nestliger. Niedliger Agonia hier vor uns. Auch eine der spielbaren Klassen. Wäre eigentlich mal ganz interessant, so einzugestalten, weil das wird sicher lustig. Weil die so überhaupt nicht irgendwie... Ach, was? Achso, du bist das.